Wisst ihr, was mich wütender macht als alles andere? Kinder, die mit Playmobil spielen. Will ich sagen, sind schlechtere Menschen? Ja, will ich sagen. Jetzt, wer hat gern mit Playmobil gespielt? Niemand. Dementsprechend gibt es natürlich ein Playmobil-Spiel für den DS. Dann meine ich, es gibt mehrere. Irgendjemand dachte sich, dass man aus diesen unglaublich hässlichen Figuren ein Spiel machen sollte. Oder eine ganze Reihe davon. Ich habe das Playmobil-Ritterspiel. Playmobil. Ich mag es übrigens jetzt schon, dass bei diesem Spiel das Textfenster da oben aus irgendwelchen Gründen ein Stück weit abgeschnitten ist. Es gehört so. Aber ich weiß nicht, warum es so gehört. Scheint mir doch ein Qualitätsprodukt zu sein. Direkt auf den ersten Blick. Oh, Playmobil macht mich so wütend. Ich bin so wütend. Grrr. Grrr. Es ist nicht schwer zu sehen, warum Playmobil einfach nie wirklich den Markt für sich gewinnt. Hat der Typ Flügel? Du wurdest von dem Drachenrittern überfallen. Jetzt bist du sauer und wirst nun zum König gerufen. Ich bin sehr sauer wegen Playmobil. Grrr. Mich kennst du gewiss. Ich bin König Norbert der Schreckhafte. Okay, Norb. Ich hab schon erfahren, weil... Bodo der Finstere steckt hinter all dem. Ein böser Magier, der unser Land jetzt fest in seinem Griff hat. Bodo? Scheinbar ist einer der Steine von Playmobil ist ein beschissener Hosenknopf. Ist ja ein Hemdknopf. Aber es ist ein Knopf! Was soll das denn? Ich würde gerne Drachen kaufen, ehrlich gesagt. Oh, ich hasse Playmobil so sehr. Seht euch, schaut euch die Drachen an. Die sehen alle unfassbar dumm aus. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, ich hatte den grünen Drachen sogar damals. Ich hatte ein paar Playmobil-Sachen, okay? Da habe ich Lego-Figuren reingestellt, macht euch keine Sorgen. Oh, die erste Action-Stage, okay. Jetzt wird alles ernst. Oh, da sind Münzen. Okay, das ist ein Ritter. Oh Gott. Das Spiel ist absolut fürchterlich. Warum ist das Spiel so fürchterlich? Ich habe ein Schwert aufgesammelt. Ich bin Ritter Rübenstolz. König Norbert hat mich ausgesandt, dich zu suchen. Ihr seid nur ein paar Schritte von Stadt. Aha, aha, aha. Ja, okay, ja, mhm. Okay, ja, ich verstehe. Ja, mhm. Oh, interessant. Ich muss sagen, die Story ist das, was mich wirklich rührt, das Kreuz auf dem unteren Bildschirm, das Spiel zu starten. Okay, das Kreuz, ja. Und ich dachte, das Spiel könnte gar nicht noch mehr Spaß machen. Ich lag hier so falsch. Es ist einfach... Ich höre auf, mich zu beschweren, okay? Wenn das Spiel anfängt, irgendwas zu machen, das nicht fürchterlich ist. Aha, so macht Spielen Spaß. Danke für dein Gold. Nein. Ich wollte springen und nicht den Drachen anquatschen. Nein, ich will zurück. Was zum Fick ist das? Ich bitte wieder runter? Lande. A-Knopf landen. Ich bin nur hier, um Klopapier zu kaufen, denn scheinbar ist das meine Aufgabe in dem Spiel. Oh mein Gott, ist der Drache wirklich so langsam. Ist das euer Ernst? Vorsicht, Ratten. Der gefürchtetste aller Feinde des Playmobils. Auch bekannt als die einzigen Kinder, die damit spielen. Ratten. Muss ich hier nicht auch mein Klopapier abliefern? Warum, wo ist mein Schwert hin? Ich habe kein Schwert mehr. Bin sehr verwirrt auf sehr vielen Ebenen. Hier, Klopapier für dich. Ha, suche Antonius, den Unauffälligen, und besorge einen Zauberstab für Hofmagier Leopold. Antonius, der Unauffällige. Ich habe das Gefühl, er hat ein paar Merkmale, die ihn durchaus auffällig werden lassen. Seine verdächtige Mütze, als würde er es verheimlichen wollen. Seine Augenklappe, welche ihn gleich sehr zwielichtig wirken lässt. Und natürlich dieses unrasierte Kinn. Oh, er macht mich krank. Ist bestimmt ein Playmobil-Kind gewesen damals. So was erkennt man einfach. Playmobil-Kinder sind statistisch gesehen dreimal so häufig kriminell wie Kinder, die mit Lego gespielt haben. Das ist einfach ein Fakt. Was mache ich eigentlich gegen die Problematik, dass ich kein Schwert besitze? Ignorieren wir das Ganze. Au. Oh nein. Oh, das wird... Der Unauffällige!
Antonius, der Unauffällige! Was stehst du so unauffällig am Straßenrand? Wer will das wissen? Bist du ein Bulle? Was? Nein, ich bin Ritter Rübenstolz. Ich habe mit Milchvieh nicht viel am Hut. Verteidige Burg Grünhain vor den angreifenden Drachenrittern. Oh nein. Geht doch nichts über ein gutes Stückchen Gameplay, um den Tag schnell vergehen zu lassen. Hm. Oh, das ist, das ist absolut entsetzlich. Ich meine, als ich was vom Katapult bin, ich Spiel gelesen habe, habe ich nicht mit viel gerechnet, aber dennoch bin ich wirklich enttäuscht. Burg verteidigt, 60 Goldstücke! Kehre zu Antonius im Aufhängen zurück, um zu erfahren, wo der Zauberstab versteckt ist. Ich habe das Gefühl, er ist in seiner Hose versteckt.